3 Haas oder Burger Brothers? Diese Frage habe ich mir mit der Familie gestellt. Deswegen habe ich die jetzt alle im Auto gepackt. Und wir wollen heute herausfinden, welcher von den beiden wohl besser ist. Habt ihr Hunger? Ja. Ja, Hunger, genau. Und heute ist Schnucki die Kamerafrau. Und die Fahrerin. M. Sony. Könnt alle schon mal in die Kommentare reinschreiben. M. Sony. Aber wie fährst du hier, Fräulein? Hä? Jalla. Zum Glück haben wir noch nichts gegessen, sonst wäre der Burger wieder rausgekommen. Ja, glaube ich auch, ganz ehrlich. Hier sind wir auch schon bei der ersten Station, und zwar Burger Brothers in Essen. Burger Brothers hat jetzt mittlerweile fast 14 Filialen, Schatz. Ja, krass. Ja, sorry, du musst lauter reden, damit die Leute dich verstehen und damit wir auch wirklich den richtigen Faktencheck machen, ja, damit wir auch richtig testen und wir keinen YouTube-Bonus bekommen. Gehst du mit den Kindern rein? Bestell schon mal, ich komme dann einfach nach. Ich gebe dir die Karte, da freust du dich. Ja, da freust du dich. Lauter reden. Wenn ich noch woanders rein darf. Nee, danach geht's weiter. Jalla. Ich würde sagen, Nucki macht das sehr gut mit der Bestellung. So, was hast du bestellt? Classic Burger? Menü oder Classic Burger? Ja. Dick. Ja. Ein Classic Burger. Ja. Dick. Ja. Und das Baby für den Bobo. Man muss dir gleich aber auch sagen, was besser ist. Hier oder gleich, wo wir essen, oder bei McDonald's. Nee, da gehen wir nicht mehr hin da. Hallas. Deswegen machen wir auch das Video. Der Bobo, der geht immer oder der will immer gerne nach Meckes. Und ich sage immer, nee, besser nicht. Warum? Dann wirst du irgendwann mal erfahren, wenn du größer bist, warum. Genieß erstmal deine Kindheit. So, wenn man hier bestellt, kriegst du den Pieper, ne? Nee, der piept, dann musst du losgehen und holen. So ist. Vielleicht, weil heute so ruhig ist. Ja, sag mal, was hast du bezahlt? Die kostet mich nur Geld, die Frau. Auf jeden Fall, hier hat man die Möglichkeit zwischen einem gesunden und einem nicht so gesunden Brötchen. Normal, ohne Körner drauf, Sesam drauf und ja. Pfeffer. Das macht sie mir sehr kompliziert. Also auf jeden Fall gibt es gesunde und ungesunde Brötchen. Und du hast für mich ein gesundes genommen. 40, 60 hast du bezahlt für die ganze Familie. Ist okay. Ne? Ist okay. Was kostet nur der Classico Burger? 8,50 als Menü, 13,50. Ja. Leicht überfordert. Gut aufgepasst, Friends. Am 11.12. und zwar nur am 11.12. werden wir hier unser Pastrami-Sandwich anbieten. Und zwar von 17 bis. Solange der Vorrat reicht. Von daher seid auf jeden Fall schnell. Wir rechnen bis 20 Uhr, 21 Uhr. Kommt vorbei. Und wenn ihr es nicht schaffen solltet, von Dienstags bis Sonntags gibt es hier den besten Döner Deutschlands. Warum hast du meine Pommes bestellt? Weil ich. Weil du gleich noch mal die Pommes essen kannst, genau. Ne? Ich mag die Pommes von Döner sehr. Ja, nochmal. Was sagst du? Die Pommes von der Konkurrenz magst du mehr? Von 3 Haas? Ich das ist Bobos Kindermenü. Pack mal rein, was hast du da bekommen? Das. Trinkbäckchen. Und ein Spielzeug. Aber ich muss sagen, sein Burger, Cheeseburger-Menü sieht sehr süß aus. So, kommen wir jetzt auch schon zum Burger. Gewürzgurke. Tomate. Eigentlich mag ich Tomate nicht auf dem Hamburger. Nein, ich auch nicht. Nee, die gibt immer Aquaplaning. Ja. Immer, die rutscht immer so. Lässt den Burger. Babbelt, ne? Matschig wird das. Du fühlst mich. Ich fühle dich. Du fühlst mich. Ich mag auch keine Tomate. Ich auch nicht. Oh. Bist du? Wir flirten zu viel. Da ist eine neue Soße drauf, glaube ich. Die ist wie die Big Mac Soße. Ehrlich? Ja, ehrlich. Waren die nicht auch diese Yuppie-Soße drauf gemacht normalerweise? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall ist die Soße neu. Boah, jetzt weiß ich, wie sich Abu Soni fühlt. Wie denn? Ich habe Hunger bekommen. Ich habe auch Lust da reinzubeißen. Im Soni? Noch muss ich ein bisschen durchhalten. Einen Moment. Sie hat Hunger bekommen. Die Konkurrenz ist leckerer. Das Brot ist zu trocken. Welche Konkurrenz? Wie heißt der andere? 3 Haas, wo wir gleich hinfahren. Ja. 3 Haas? 3 Haas ist lecker. Der ist saftiger. Ehrlich? Das Brot ist auch saftiger. Ich musste ehrlich gestehen, das Patty ist mit Tacken zu trocken auch. Ein Tacken. Dein Brötchen ist auch sehr dick. Darf ich einmal beißen? Ja.
Ich hab nur Brot. Nochmal. Ja, willst du hier noch einmal? Nochmal. Mein ganzer Burger ist weg. Oh, dein Finger. Dein Finger. Nein, das war nicht mein Finger, Walla. Es ist nicht trocken, das Fleisch. Das ist schon saftig. Es könnte ein Patty mehr sein. Oder 20, 30 Gramm mehr pro Patty. Aber die Soße ist neu. Die Soße ist lecker. Die Soße ist neu. Ja? Nach was schmeckt die? Juppie, Knoblauch? Nee, irgendwie? Nee, überhaupt kein Juppie, überhaupt kein Knoblauch. Nein. Ganz weit von entfernt. Das ist aber sehr süß. Geht Richtung Big Mac Soße. Und Bobo, schmeckt immer noch? Du hast hier ein bisschen Soße auf der Nase. Mach Daumen hoch. Sehr gut. Sala, wie schmeckt's? Sehr gut. Also, den Kindern schmeckt's gut. Happy Meal oder hier, Kiddy Box bei Burger Brother? Sie sagt Kiddy Box. Du? Und? Mega. Die ist auch doppelt frittiert. Ja, deswegen ist sie mega. Büffelhüfte, ne? Ja, ah, Büffelhüfte. Jetzt ist die Tomate rausgeflogen. Boah, das ging gar nicht. Ja, Aquaplani. Das war Breakdance auf meinem Burger. Ja. Bobo macht gerade hier Breakdance auf den Tisch. Jalla, komm, Burger rein. Jalla. Komm, Bismillah und rein damit, jalla. Also das, was ihr seht, ist mal so ein Viertel Burger. Oh, da ist ja noch ein bisschen Fleisch. Da fehlen diese 20, 30 Gramm Patty mehr. Ja, ne? Oder kleineres Brötchen. Guck mal, ich muss sagen, so gegen Ende hin ist der saftiger geworden. Zeig mal, mach mal auf. Da ist doch nur noch Soße drin. Ja, das ist doch gerade wenigstens etwas. Ein bisschen. Ich würde sagen, die Hälfte war saftig. Ich finde, das Verhältnis vom Fleisch zu Brot ist nicht 100% gegeben. Aber sonst ist das ein guter, leckerer Burger. Ich finde es gut, dass sie die Soße bearbeitet haben. Guck mal, wie süß, was die Sarah bekommen hat. Kennst du die noch von früher? Diese Monchi Cheese? Ja, klar, Mann. Ja, ich hatte ganz viele davon rumfliegen. Ich hatte davon welche in der Grundschule. Aber Sarah ist 11. Ja, da war ich auch 11. Die freut sich aber trotzdem. Ja, Bobo auch. Zeig mal her, Bobo. Ich hab auch einen. Bobo, meiner hat einen Schwanz. Ja, das ist gut, dass er den hat. So, das war jetzt Burger Brother Essen. Wie hat's euch geschmeckt? Also war okay, ne? Ja, was denn? Gut oder okay? Ja, okay. Du, Sarah? Mittelding. Auch Mittel. Ich fand's ehrlich gesagt, das Brötchen hat dominiert, im Gegensatz zum Fleisch. Und das darf beim Burger nicht sein, da muss wirklich so, das Fleisch muss der Hauptakteur sein. Und das probieren wir jetzt mal, gucken, ob die Konkurrenz das besser hinbekommt. Wir fahren jetzt nach Bottrop ins 3Hs. 3Hs Bottrop. Ich glaube, der bekannteste Kunde bei den 3Hs ist Marc Gebauer. Die haben auch eine Marc Gebauer scharfe Soße eingeführt. Und wie 3Hs schmeckt, das erfahren wir jetzt mit der Familie und ihr. Ja? Was guckt ihr so? Anstrengend, ne? Nee, ich bin mit dem Marc Gebauer hier, mit der Soße und so. Wie, was war denn das für eine Geschichte? Marc Gebauer und seine scharfe Soße. Ja. Die zeige ich dir da drinnen. Komm. Jalla. Komm, 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 Bobo, komm, Bobo. Komm, 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 komm. Rüber. Schnell. Ah, wie so eine Entenfamilie. Und auch hier, selbes Spiel, haben wir auch hier den Pager. Cheeseburger-Menü, 13 Euro. Und nur der Burger, das will ich jetzt erfahren. Schaue ich mir jetzt einmal an. Und auch hier bei 3Hs arbeiten die mit offenen Küchen, genauso wie bei Burger Brothers. Salam alaikum. So, jetzt schauen wir mal. Wie fühlst du dich jetzt so nach so einem halben Arbeitstag mit mir? Ehrlich, da weißt du jetzt, wie anstrengend das ist, ne? Ich weiß, wie anstrengend deine Arbeit ist. Ehrlich, wunderbar. Mag man nicht glauben, ne? Man sieht immer nur 10 Minuten, nee, guck mal, wie lecker der gegessen hat, aber dieser ganze Stress drumherum, das fühlst du jetzt, ne? Was bist du? Leicht demoliert. Leicht demoliert, ja, da bin ich auch immer. Ich habe mich vertan. Der Burger kostet einmal 6 und einmal 7 Euro. Ja, das wäre eine Ansage, 11 Euro wäre eine Ansage, wäre ja fast so teuer wie bei Five Guys. Ich weiß auch nicht, warum sich Five Guys das erlaubt, 11 Euro für einen Burger zu nehmen, aber das ist dreist. Aber Döner, was wäre da deine Schmerzgrenze beim Döner? 9 Euro, bei mir ein 10er würde ich sagen. Ja, macht ja gut Sinn. Ja, und Burger, wie wird es denn für den anderen ausgegeben? Maximal. 4 Euro. 4 Euro? Boah, das ist klar. Nee, Mann, bei 4 Euro kommen sie hin. 6 Euro, 7 Euro musst du in den guten Burger. Ja, aber er muss auch saftig sein. Ich guck mal jetzt, wie die sind. Hier piept's. Komm, Bobo. Ach so, Ali hat uns den schon gebracht, mein Lieblingsfriseur. Abi. Danke dir.
Bester Friseur, Walla, bester. Hier ist bester Friseur. Ja, ja, Mo. Bila Lassim, Bila Lassim. Das wäre deine Chance, Mo. Das wäre deine Chance jetzt gewesen. Ja, da komm. Bila Lassim. Was fällt dir auf den ersten Blick? Viel größer. Aber ist auch sehr viel Brot. Denkst wieder. Du? Ja, Mann. Aber wenn du reinbeißt, ist wieder was anderes, glaube ich. Ich hoffe, ich Beiß hoffe. Mal rein. Es sieht wieder sehr viel nach Brot aus. Ich kann nur Brot schmecken. Was? Ich kann nur Brot schmecken. Kinder auch. Sind immer ehrlich. So, wenn ich wieder so viel Brot sehe, brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Proteine, Schatz. Die gebe ich mir heute und zwar in Form von Designer Whey. Das ist das beste Protein Deutschlands. Das ist sehr, sehr cremig, kannst direkt nach dem Training nehmen, kannst du aber auch zum Backen verwenden. Ja? Sehr gut für dich, für dein neues Backformat demnächst. Ja, Schnucki kocht, Schnucki backt. Schnucki backt sehr, sehr gerne. Aha. Ja, jetzt, für mich kannst du mal backen. Ich hab dir doch letztes Mal Kekse noch gebacken. Ja, aber keine Haschkekse. Ja, nix. Nee, nichts. Ich bin Patient, ich darf das. Entspann dich, jetzt guck wieder die Familie zu, ne? Guck wieder jetzt die Familie zu, ne? Ja, gucken die Geschwister alle mal zu. Ja, gucken die alle zu. Ich darf. Warum ist so rot? Alles gut. Jetzt geben wir uns den Proteinshake. Bist du da? Sehr lustig, schmeckt nach Maxi-King. Wollt's probieren? Ja, nee. Walla schmeckt nach Maxi-King. Später. Probier jetzt. Später. Komm, noch einmal probieren. Ja. Noch einmal probieren. Kannst direkt sagen, wie es schmeckt. Ah, ich schmeckt nach Maxi-King. Sag ich doch. Nee. Ja. Was hat er später gemacht? Hört sich an, als wenn ich dir hinter einem vom Pferd erzähle. Nein, aber ich hab gedacht, jetzt vielleicht noch Ersatz. Nee. DSN hat wirklich super, super Geschmäcker. Schaut da vorbei, Rabattcode Ciao gibt es immer den maximalen Rabatt. Was hast du jetzt gemacht? Du solltest doch nicht. Ich hab gedacht, das wäre Curry. Das ist Tomatenbauer, die Dose. Die Schafe. Ich hab gedacht, das wäre Curry. Nein, das war kein Curry, hab ich vergessen. Ich hab, zu weißt du, wie viel ich genommen hab davon? Ja. Ey, ich hab so reingedutscht. Schatz. Guck mal. Schatz. Fühl dich ab. Die hat richtig Tränen in den Augen. Tut mir leid, ich hab das voll vergessen. Ich hab noch der so die Milde oder die Schafe? Ich so, mach die Schafe. Was ist das jetzt? Ich hab gedacht, das wäre Wasser. Nein, das war mein Schild. Ich hatte einen Maxi-King, war das. Schmeckt sehr gut von der Schafensoße. Das war's. Das war die Bestrafung, weil du zuerst reingebissen hast. Auf den ersten Blick siehst du's. Bitte? Meine Zunge brennt nur. Deine Zunge brennt nur. Und wenn ich jetzt hier so fühle, das ist wieder sehr viel Brot. Ist mir lachen. Schnucki geht's gerade gar nicht gut. Wegen der scharfen Soße vom Mark Gebauer. Ist ja gar kein Schaf, deswegen. Mhm. Wirklich sehr, sehr wenig. Reiß dich zusammen. Du scharfes Frau. Gut, dass da kein Salz drauf war. Sag das nochmal. Sag das bitte nochmal. Sag es. Sag es bitte nochmal. Salsa. Wenn du das aussprichst, Salsa. Und was ich dir nicht mag, ist diese Yuppie-Soße. Ist okay, aber ist nicht mein Favorite. Aber die Pommes sind dir besser. Ja, die Pommes sind gut. Die werden auch immer mit der Hand gemacht. Maschine durchgejagt. Ja. Frische ganze Kartoffel. Und dann werden die auch hier doppelt frittiert. Wie schmeckt der Burger, Sala? Auch zu viel Brot. Du, Hammudi? Kinder sagen auch zu viel Brot. Die haben mir zu viel zuhört. Guck mal, hier ist auch zwar zu viel Brot drin, yeah. Aber das Brot ist getoastet, ne? Du merkst, dass es richtig frisch ist, frischer als der andere. Fluffiger auch. Ja, ja. Und das ist so ein Unterschied schon allein, ne? So, du bist dran. Putz mir damit die Zähne vom mit Mark Gebauer Soße. Ich hab das Gefühl, mein Fuß ist dick. Salz. Oh, das ist die milde Soße. Das ist die Schärfe. Wer hat dir gesagt, dass das Ketchup ist? Das ist Ketchup. Oh, das war auch mein Tablett. Warum nimmst du mein Tablett? Ja. Boah, ich war gerade wieder. Lösch dich ab. Ja? Damit der Bizeps nicht schmeckt. Ja, mal Happy Meal. Es gab einen süßen Cheeseburger, die doppelt frittierten Pommes und eine Wundertüte. Wolltest du einmal aufmachen, Zahler? Den haben wir ja richtig getroffen, Zahler. Schmetterling für dich. Ich verrecke gerade richtig. Die ist sogar schärfer. Die war schärfer. Die war sogar schärfer als die andere. Wollen wir einmal. Das machen wir mal. Test. Die war schärfer. Oh Gott. Wieso ist das Ketchup? Ich so, ja.
So, unser Fazit. 3 Haas oder Burger Brothers. Ich sage, beide tun sich da nicht viel. Beide haben ungefähr gleich viele Filialen. Beide sind halal. Wir haben bei beide ungefähr ca. 40 Euro bezahlt. Und bei beide hat das Brot dominiert. Wie fandest du es? Aber ich fand den ersten Laden da mehr das Brot dominiert. Ja, also fandest du den besser? Ja. Ich fand, da hat sich wirklich nicht viel getan. Ne? Fand ich beide fast gleich. Was ich gut finde, ey, dass es so halale Burgerläden gibt. Ja, und dass sie auch immer mehr und mehr wachsen, sollte man supporten, feiere ich. Auch wenn ich gerne bei McDonald's esse. Jetzt kommen die ganzen Hodja und Fitnermacher. Ey, wie kann der? Ja, mache ich, Leute, mache ich. Dafür habe ich keine. Das machen die doch auch alle heimlich. Die gucken auch heimlich Karatefilme alle. Am McDrive immer dran vorbei. Ja, so, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ah, stopp. Wenn ihr auf Schnucki und meine Familie und mich mehr Bock habt, lasst uns das auf jeden Fall in die Kommentare wissen. Dann werden wir noch weitere Sachen abchecken. Ich hab Lust auf Weihnachtsmarkt. Du hast Lust auf Weihnachtsmarkt. Du und ich von Nero im Weihnachtsmarkt. Du und ich?